Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bionic Commando, dem Spiel, wo man mit bionischen Armen alle möglichen Scheiß durch die Gegend werfen kann, mit mir, Mr. Möhr, und mit Spencer mit seinem bionischen Arm und den Minenfeldern, wo wir rüberangeln müssen. So, wir machen unsere erste 15-Minuten-Folge, glaube ich mal, ja, werden wir tun. Wie gesagt, YouTube hat ein neues Zeitlimit, wisst ihr mittlerweile, glaube ich, schon alle, aber gut, 15 Minuten voller Bionic Commando. Und wir hangeln uns zu dem Wegpunkt, wo wir das letzte Mal schon waren. Aber das Spiel hatte nicht gespeichert, wie dem auch sei. Wir fangen hier wieder an. So, hier waren ziemlich viele Gegner. Und wir haben noch eine Granate. Das kommt uns nicht entgegen, denn die machen wir so fertig. Das reicht schon. So, mit ein paar gezielten Kopfschüssen. Oder auch nicht. Oh, so, okay. Das war jetzt gar nicht mal so locker flockig wie sonst immer. Na? Oh, okay. Ich glaube, ich sollte auf die Shotgun wechseln. Hallo? Bam, mit einem Schuss, so gehört sich das echt. Gut, jetzt können wir wieder zurückwechseln, weil wir jetzt wieder Munition bekommen haben. Ja, was möchtest du denn? Er trifft uns doch nicht mal aus der Entfernung, sehr interessant. So, du kommst auch noch her? Gut, dann sind wir, glaube ich, die Gegner auch schon losgeworden. Sehr schön. Und wir hangeln uns hier weiter. Spider-Man. Nein. Jemand hat mir geschrieben, dass er Spider-Man cooler findet. Ich hasse dich, der das geschrieben hat. Nein, Spaß. Ihr habt verstanden, was das sind? Gegnerische Kampfanzüge Bionic Max. Also richtig schön hart gepanzerte Gegner. Da freut sich doch jeder, der Bionic Commando spielt. So, ich zeige euch die Taktik, wie ihr die wirklich ganz relativ einfach besiegen könnt. Ihr geht hinter die. Hinter die. Ihr müsst einfach nur hinter die, die sich jetzt gerade verteidigen. Und müsst mit eurem... Genau, mit eurem Sprungkick normalerweise auf den Rücken der Gegner. Oder ihr fliegt einfach durch die ganze Welt. Das ist auch ein ganz relativ einfaches System. Nein, ihr sollt... Am besten müsst ihr hinter die Leute gehen, die ballern können, das ein bisschen nervig ist. So, ihr geht hinter diese Max. So, oh Mann, ist das schwer. Ich habe die Stelle schon damals gehasst. Ich hasse diese Gegner. Greift euch an diesem... roten Kern fest, den die Dinger haben. Oder ihr fliegt runter. Meine Güte, was soll denn der Mist? Okay. Unser, ich weiß nicht, wie viel das Game Over. Vielleicht erstes oder zweites. Auf jeden Fall noch nicht sehr oft. Wunderschön. Ich freue mich. Wir brechen die Aufnahme ab. Nein. Oh Mann, ich hasse diese Viecher. Jetzt seht ihr auch, warum ich dieses Spiel manchmal nicht so gerne spiele. Meine Güte, jetzt komm doch her. So, jetzt halten wir uns hier fest und machen ein paar Sprungkicks. Dann dürfte das klappen. Sehr gut. Wir haben schon einen Teil weggekriegt. So, und jetzt... Und wieder die ganze Zeit dranhangeln. So muss das funktionieren. Sehr schön. So langsam haben wir den Dreh wieder raus. Ah! Stirb doch endlich, ey. Ich hasse diese Viecher. Und zack, da ist er kaputt. Und da fliegt er durch die Gegend. So, jetzt ist meine Laune schon wieder deutlich besser. Ah, und wir haben einen schnelleren Reload bekommen. Das ist auch keine schlechte Sache. Gut. Kümmern wir uns um den zweiten. Jetzt muss ich mich ein wenig konzentrieren, wobei nur noch einer da ist, das geht schon. Der zweite... Oh, Munition. Steht da wieder wie so ein Ölgötze. Und versucht uns irgendwie ein wenig abzulenken. Na komm her, komm, komm. Ich weiß doch, du willst es doch auch. Du willst es auch, gib es zu. Sprungkick. Oh, na gut, da hat er sich zu schnell umgedreht. Aber da kriegen wir wieder seine Rückseite. Ja, sieht jetzt leichter aus, als es in der Tat ist. Glaubt mir, Leute. So, und da ist er. Da ist er eigentlich fast tot. Ey, wenn er uns jetzt noch umbringt, ey, dann schrei ich wie... Ja, wie irgendwas am Spieß. Ich habe leider vergessen, was es war. Manchmal entfällt mir sowas, wenn ich mich konzentrieren muss. Und da ist er tot und... Oh Gott. Ach du heilige Scheiße, ist der eben gerade weggeflogen. Egal, wir haben es geschafft. Yay, und jetzt schlagen wir diesen dummen Bionic Mac noch ein bisschen. Ja, hat keine Wirkung, aber wie dem auch sei, wir tun es einfach. So. Rüber zu dem Wegpunkt. Ich glaube, da dürfte eine Ladesequenz und eine Speicherstelle kommen. Bin ich mir relativ sicher. Ja, definitiv. So, und rein da, wie ich es prophezeit habe, eine Ladesequenz. So, ihr habt gesehen, das Spiel ist doch nicht ganz so leicht, wie ihr es euch eventuell gedacht habt. Es kann schon echt anspruchsvoll werden und ziemlich gemein, vor allen Dingen da, wo ich jetzt war, bevor ich das Let's Play angefangen habe. So.
Why am I not surprised, Joe? Stow it. This isn't about you. Okay, so. Wir müssen hier weiter, denn ihr habt gehört, ein Flugzeug ist hier in der Umgebung abgestürzt. Eines von uns. Und wir müssen die, den Absturzgrund herausfinden mit der Blackbox eines Flugzeuges. Die wisst ihr bestimmt, oh, wir sind runtergefallen. Und wenn wir ins Wasser kommen, dann sterben wir sehr, sehr einfach, weil wir nicht leicht, nicht einfach rausschwimmen können. Oh Gott, das hatte ich gar nicht gesehen. Also merkt euch, Wasser ist fast immer tödlich in dem Spiel. Ins Wasser fallen ist wirklich Todsünde. Die Blackbox eines Flugzeuges sorgt dafür, dass man auch nach dem Absturz, insofern sie heil ist, noch herausfinden kann, ja, was der Grund für den Absturz des Flugzeuges ist. Und, wow. Und ihr hört es gerade und ich muss mich jetzt konzentrieren. Jetzt wird es richtig heftig. Die dummen Sniper dieses Spiels sind wirklich eines der gemeinsten Gegnertypen überhaupt in dem Spiel. Meine Fresse, ich hasse sie auf den Tod, ey. Das, Gott, mein Kommentar, die gefällt mir nicht mehr, wenn ich mich konzentrieren muss. Ich will nicht ins Wasser. Ich will da hoch und... Okay, jetzt wird's richtig heftig. Ich sag euch ja, Leute, das Spiel ist kein Kinderschlecken. Au, und die töten mich mit zwei getroffenen Schüssen, wollte ich nur mal so anmerken. Oh, oh. Ah, da ist ein gegnerischer Sniper, sehr gut. Oh, ey, das Spiel ist so gemein. Jetzt. Oh, Mann. Okay, jetzt muss ich mich richtig konzentrieren. Okay, hier kann ich mich, glaube ich, mal verstecken. Okay, durchschnaufen. Wir haben ja noch Zeit. Gut, jetzt wird das Spiel extrem anstrengend. Und jetzt wird es auch für mich deutlich schwerer, mich zu konzentrieren beim Kommentieren. Gut, wir versuchen den jetzt von der Entfernung hier zu kriegen. Das wäre sehr... So, komm doch her. Komm her! Okay, gut, das wird wohl nichts. Dann gucken wir mal, wo ist der Wegpunkt? Dort hinten. Versuchen wir es einfach mal. Darüber kommen wir so oder so. Aber egal, ignorieren wir erstmal die Sniper und versuchen hier irgendwie durchzukommen. Es gibt leider auch kein Quick Load oder sowas, das halt ist es extrem schwer. Ja, wenn wir ins Wasser gehen, sinken wir wie ein Stein. Gut bemerkt, hatte ich eben schon gesagt. Gut, und darüber will ich. Oh Gott. Oh Mann, ihr seht, diese Laserstrahlen signalisieren quasi, wohin die Sniper zielen. Und ihr seht, dass ich quasi permanent in deren Sichtfeld bin. Und dass mir das extrem viel Angst macht, ist ja wohl klar. Versteht sich von selber und wir hüpfen jetzt auf diesen Wegpunkt drauf. Oh, wir haben es geschafft. Zumindest schon mal bis hierhin. Könntet ihr bitte aufhören, auf mich zu zielen? Ich hasse das. Ach, die Sniper. Da habt ihr gleich mal zwei Erzfeinde gesehen, die Biomax und die Sniper. Und das in Perfektion miteinander verknüpft. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Und raus hier. Kein Kommentar. Ich bin gespannt, wann wir direkt weitermachen können. Ja, direkt am Anfang. Super, super, super. Oh Mann, Leute. Deswegen bin ich manchmal etwas sauer auf das Spiel. Gut, doch kein 15-Minuten-Part. Wir machen hier jetzt erstmal Pause. Und sehen uns beim nächsten Mal an der Stelle, wo ich eben gestorben bin. Also schaut auch das nächste Mal wieder rein bei Bionic Commando. Bis dann.